Ja, willkommen. Willkommen, es ist wieder Zeit für die Märchen. Ich kann nicht zu euch kommen, oder andersrum, falsch, ich kann zu euch kommen auf diesem Weg. Ihr könnt nicht zu mir kommen, wir können uns nicht im Außen treffen, aber hier können wir uns treffen. Also lasst es uns tun. Wir haben gerade eine spannende Zeit, eine große Zeit der Veränderungen. So radikale Veränderungen hat wohl kaum jemand erlebt bisher. Warum? Nun, da hopft so ein Coronavirus herum. Und es schafft sogar ein großes Militärmanöver abzusagen. Oder dafür zu sorgen, dass es abgesagt wird. Keine andere Kraft der Welt hätte es wahrscheinlich vermocht. Also können wir Ostern wieder in Frieden verbringen, wenn wir wollen. Und deshalb erzähle ich euch Märchen, weil die Märchen setzen Weisheiten der Menschheit in Bilder. Und sie erzählen uns immer wieder, dass es Krisen gibt, dass es Herausforderungen gibt, dass wir uns treiben lassen dürfen, dass wir Aufgaben lösen müssen. Es ist die Zeit dazu. Genau jetzt ist diese Zeit. Und in dem Sinne möchte ich euch nun ein Märchen erzählen. Der goldene Apfel. Es war einmal ein Königreich. Da lebte ein König mit seinen drei Söhnen. Und in diesem Königreich, oder nein, am Schloss des Königs, also auch in seinem Königreich, klar, da steht ein Apfelbaum. Ein alter Apfelbaum. Niemand weiß, wann er gepflanzt wurde. Er wird behütet und beschützt seit Generationen. Denn dieser Apfelbaum ist ein besonderer Baum. Immer. Wenn ein König im Sterben liegt oder gestorben ist, dann wächst an seiner Spitze ein goldener Apfel. Und ich hatte vorhin gesagt, es lebt ein König. Nein, er ist gestorben. Und nun hat er drei Söhne. Und was hat das mit dem goldenen Apfel zu tun? Wer den goldenen Apfel pflücken kann, der wird neuer König. Und so sind die Söhne des Königs alles wunderbare Kletterer. Die beiden Älteren sind Kerle, Krieger, Kämpfer. Der dritte, Heinrich mit Namen, ist ein Träumer. Er liebt es, mit seinen Freunden auf Pferden zu reiten und mit Pfeil und Bogen zu schießen. Er liebt es, die Wolken zu beobachten. Und am meisten liebt er es, dort, wo der Fluss eine Kehre macht und ein tiefes Loch in den Felsen geschrammt hat, dort hinein springt er, denn dieses Loch, dieser Fluss ist voller Fische. Und wenn er hineinspringt, dann flitzen die Fische vor Schreck davon. Und das macht ihm eine große Freude. Doch nun stehen die drei in diesem Garten. Die beiden Älteren streiten sich, wer denn nun als erstes klettern soll. Heinrich, der steht an der Seite und ihn geht es nichts an. Er will kein König werden, er will keine Verantwortung übernehmen. Er will nicht alten Männern Ratschläge geben müssen oder Anweisungen geben müssen, die viel klüger sind als er. Er will frei sein. Wie gesagt, die beiden Älteren, sie streiten sich. Und der Mittlere, er springt als erstes. Er springt in den Baum und dann klettert hinauf und als er nach dem Apfel greifen will, dann macht es wusch und ein Sturm kommt auf und schüttelt ihn vom Baum herunter. Lacht der Älteste, was bist du denn für ein Tölpel? Und er klettert als zweites. Doch er kommt gar nicht bis zur Hälfte, denn wieder kommt dieser seltsame Sturm. Nirgendwo ist er zu spüren im Garten. Kein Blatt, kein Halm bewegt sich. Doch in diesem Baum kommt der Sturm und auch der Älteste purzelt mehr, als dass er hinabklettert vom Baum herunter.
Nun du, Heinrich, sagt der Älteste voll Ärger. Nein, Brüder, ich habe keine Lust. Klettert noch einmal, bitte. Heinrich, klettere, sonst spürst du meine Reitpeitsche, sagt der Älteste. Und Heinrich, er klettert. Wie eine Katze klettert er hinauf. Und die Brüder warten auf den Wind. Doch es kommt kein Wind. Oder doch? Als Heinrich nach dem Apfel greifen will, er will ja gar keinen Apfel haben. Er will nicht König werden, also tut er so, als ob, aber da kommt ein Wind, ein Lüftchen. Und dieses Lüftchen legt den goldenen Apfel in die Hand von Heinrich. Ich will den Apfel nicht. Brüder, Brüder, ich werfe euch den Apfel hinab, ruft er. Und als er den Arm hebt, der bleibt ihm stehen wie ein trockener Ast am Körper. Mühsam klettert er wieder herunter und als er unten ist, da kann er den Arm wieder bewegen und seine Brüder springen auf ihn zu. Was sollte das jetzt eben? Willst du uns veräppeln? Willst du uns narren? Komm, gib den Apfel her. Und sie ziehen und zerren an dem Apfel, aber er geht nicht ab. Es ist wie angewachsen. Und aus dem Staunen wird ein Schrecken. Und aus dem Schrecken wird ein Entsetzen. Und die beiden Brüder laufen davon, aber nicht weit. Hinter einem Gebüsch verstecken sie sich. Und Heinrich steht da mit diesem Apfel. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Da hat er eine Idee. An einem Ende des Gartens, da gibt es einen Brunnen, einen alten Brunnen, auch vor Generationen gegraben. Nie benutzt, weil das Land ist voller Wasser, vielleicht für Notzeiten einmal. Und dort ist so ein geheimer Platz für Heinrich. Dort geht er immer wieder hin, um sich auszuruhen, alleine zu sein, zu lauschen. Und auch heute geht er zu diesem Brunnen und er blickt hinein und sieht sein Spiegelbild. Bruder ich, ruft er hinein, nimm diesen Apfel, behalt ihn, ich will ihn nicht. Und er hebt wieder den Arm und diesmal kann er ihn bewegen und er will den Apfel hinabwerfen. Doch so, wie er die Hand nach unten führt, wird der Apfel größer und schwerer und mit einem kleinen Vogelschreckensschrei fällt Heinrich in den Brunnen und versinkt. Die beiden Brüder kommen gelaufen. Sie haben alles beobachtet. Was tut er? Was für ein Dummkopf ist er? Er hätte König werden können. Und nun ertränkt er sich, denn sie sehen ihn nicht. Sie warten eine Weile, aber Heinrich taucht nicht auf. Und so gehen sie ratlos in Gedanken, doch nicht lange davon. Denn einmal wittern sie ihre Chance. Wir können König werden. Bruder, wir können König werden. Wir gehen zu einem Goldschmied und lassen einen goldenen Apfel fertigen. Sie überlegen noch, ob sie diesen Goldschmied umbringen sollen. Aber es ist ein alter Aberglaube, dass der Beginn einer Herrschaft nicht mit Blut befleckt werden darf, sonst bringt es ein Unglück. Und so schafft der Goldschmied den Apfel und dann wird er außer Landes gebracht, gut bezahlt. Und die beiden Brüder gehen zum Rat, zum Rat des Landes, zeigen den goldenen Apfel. Von nun an herrschen sie gemeinsam, verbunden durch Betrug, verbunden durch Lüge. Lassen wir sie, sie sind nicht mehr wichtig, denn wie ging es Heinrich? Glaubt ihr, dass er ertrunken ist mit dem goldenen Apfel? Nein, nein, er ist nicht ertrunken. Der Schreck sitzt ihm noch in den Gliedern und er öffnet die Augen und sieht Licht. Der goldene Apfel leuchtet. Und dann holt er noch einmal Luft und taucht tief hinab. Er ist ein guter Schwimmer und nach oben kann er nicht. Der Apfel weist ihm den Weg und dann mit einem Mal ist kein Wasser mehr um ihn. Und er spürt, dass er auf etwas Weichem sitzt. Er nimmt den Apfel und leuchtet. Wo sitzt er? Auf einem schwarzen Bock mit einem goldenen Gehörn sitzt er und um ihn herum eine Höhle
ein Gang und an den Wänden Wassertropfen wie Diamanten oder Diamanten wie Wassertropfen. Heinrich will von dem Bock herunterrutschen, doch der sagt mit einmal: Bleib sitzen, mein König. Vor Schreck bleibt Heinrich sitzen. Bleib sitzen, mein König, und ich werde dich in die Dunkelheit führen, so du keine Angst hast. Ich habe keine Angst. Mein Lamm führe mich in die Dunkelheit. Ich kenne keine Angst. Und zu einem schwarzen Bock mit einem goldenen Gehirn zu sagen, er sei ein Lamm, das zeugt nun wirklich nicht von Angst. Halt dich fest, sagt der Bock, es wird schnell gehen. Und Heinrich muss sich festhalten, denn er ist oben die schnellsten Pferde geritten, doch nur, nicht nur, jetzt, hier begreift er, was Geschwindigkeit ist, denn dieser Bock reitet mit einer Geschwindigkeit, dass ihm die Tränen aus den Augen fliegen. Und Heinrich beugt sich tief hinab und hält sich fest. Und plötzlich steht der Bock wieder und sagt: Nun, mein König, nun gehen wir in die wirkliche Finsternis. In die wirkliche Finsternis? Es kann doch nicht finsterer werden. Doch der Bock schreitet weiter. Und das Licht des Apfels wird immer dunkler. Es ist, als ob dunkle Schwaden um den Apfel sind, überall in diesem Raum. Und dann hört Heinrich mit einmal Stimmen und er spürt Schatten um ihn herum. Licht, 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 rufen sie. Und dann ein Schrei. Dort, dort ist das Licht! Und Heinrich, der keine Angst hatte, oben unter der Sonne. Er spürt plötzlich, wie ihm das Herz schlägt. Denn diese Schatten, diese dunklen, kalten Schatten greifen nach ihm. Doch er kommt nicht weit. Er braucht nicht lange Furcht zu haben, denn mit einem Mal teilen sich diese Schatten. Und Heinrich sieht von fern eine Gestalt kommen. Eine Gestalt, eine Frau. Eine Frau, die etwas Leuchtendes trägt. Unter ihrem Tuch, unter einem Tuch trägt sie etwas Leuchtendes. Und Heinrich als Königssohn waren Frauen nichts Besonderes für ihn, doch er spürt, dass diese Frau etwas Besonderes ist. Und als sie näher kommt, gleitet er vom Rücken des Bockes und der lässt es zu. Und Heinrich geht zu dieser Frau und sein Herz beginnt zu schlagen. Immer stärker schlägt es. Und als er vor der Frau steht, da nimmt sie ihre Hand und streichelt ihn und sagt: Mein Sohn, oh mein Sohn, wie groß ist Gott, dass ich dich noch einmal sehen darf. Und Heinrich, Heinrich fällt auf die Knie und umarmt die Füße seiner Mutter. Er hatte sie nie kennengelernt. Sie war bei seiner Geburt gestorben und nun steht sie vor ihm und er schluchzt und weint und hat den goldenen Apfel noch in der Hand und seine Mutter nimmt das Tuch und darunter ist ein Zweig, ein goldener, leuchtender Zweig und die führt diesen Zweig zu dem goldenen Apfel und der Apfel springt an den Zweig und als Heinrich sich wieder aufrichtet, immer noch voll Tränen und im Schluchzen, da bekommt er einen Schlag an die Seite. Der goldene Bock, er stößt ihn und alles verschwindet. Alles bricht zusammen, Wasser kommt von oben und Heinrich weiß nichts mehr. Wie lange er gelegen hat, weiß er nicht. Irgendwann spürt er, dass ihn die Sonne wärmt. Er riecht Erde und er merkt, dass er auf einer Wiese liegt. In der Nähe hört er einen Mann, der ein Lied summt. Ein Lied ohne Worte summt er. Und vielleicht kennt ihr es in einem langen Schlaf, dass ihr eure Gedanken sammeln müsst, dass ihr
euch selbst erstmal wieder sammeln müsst und als Heinrich wieder bei sich ist. Da springt er auf die Füße und blickt sich um. Und da sitzt ein Mann, der flicht aus Gras ein Seil. Und um die Schultern trägt er ein Fell, ein schwarzes Bocksfell mit einem goldenen Gehirn. Und Heinrich springt zu diesem Mann und sagt, wer bist du? Wo ist der schwarze Bock und was ist geschehen? Wo ist der goldene Apfel? Wo ist meine Mutter? Gemach, 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 sagt der Mann, es ist alles so geschehen, wie Gott es wollte. Das reicht mir nicht. Erzähle mir, wer bist du? Wo ist der Apfel? Meine Mutter! Alles nacheinander. Der goldene Apfel liegt dort auf der Wiese, am Zweig deiner Mutter. Und deine Mutter ist noch einmal zu dir gekommen, um dir ihre Kraft zu geben für deine Aufgabe. Welche Aufgabe? Ich werde es dir erzählen. Doch nun zu mir. Du musst wissen, ich war ein Jäger. Ich habe Tiere getötet, wie ich wollte. Und irgendwann wurde ich verwandelt. Verwandelt in diesen schwarzen Bock mit dem goldenen Gehirn, damit ich spüre, damit ich lerne, wie es den Tieren geht, wie sie in ihrem Leid sind durch die Menschen. Und so du, mein König, bereit bist, mit mir zu gehen in die Welt und das Licht des goldenen Apfels in die Welt zu tragen, so lass uns aufbrechen. Du bringst das Licht zu den Menschen. Ich bringe das Licht zu den Tieren. Und Heinrich, der nicht König werden wollte, der frei sein wollte, er geht nun mit diesem Mann. Und beide bringen sie das Licht zu den Menschen. Das Licht zu den Tieren. Und Kerkertüren springen auf. Sklavenketten brechen. Stalltüren brechen auf. Überall dort, wo diese beiden erscheinen. Doch eins ist wichtig. Nur die Menschen, die bereit sind, das Licht der beiden zu sehen, werden frei. So, ihr Lieben, und in alter Märchenerzählertradition bitte ich euch nun um eine kleine Spende. Das geht natürlich nicht durch den Bildschirm, aber wenn ihr wollt, wenn euch das Märchen gefallen hat und ihr mir eine kleine Spende geben wollt, dann blende ich euch am Ende eine Kontonummer ein und dort dürft ihr eine kleine Spende hineinwerfen. Ich danke euch. Kommt gut durch die Zeit und vergesst nicht, die, die ihr liebt, zum Armen zärtlich zu ihnen zu sein.